Das Wochenhoroskop steht jetzt wieder zur Verfügung für die kommende Woche. Zwar vom 26.10. bis zum 1.11. Nun ist der Oktober schon wieder rum und der November geht los. Ja, und gleich der Spruch der Woche. Verschiedene Impulse rütteln uns hin und her. Doch Hilfsmaßnahmen und höheres geistiges Verständnis sind jetzt Trumpf. Wie ich schon in der letzten Woche in meinen Ausführungen erwähnte, beginnt unsere Sonne nun eine angenehme und förderliche Verbindung mit Neptun, dem Verschleierer, der ja auch die höhere Oktave der Liebe genannt wird. Diese begleitet uns dann ca. 14 Tage. Es kann also sehr mystisch und vergeistigt zugehen. Auch die Kunst profitiert wieder davon und alle heilenden Tätigkeiten. Und das kennen wir ja auch schon, denn solch einen Aspekt hatten wir auch vor einigen Wochen, als wir noch im wunderbaren Sommer gewesen sind. Trotzdem beginnt wieder mal der Montag recht spannungsgeladen. Die Merkur-Uranus-Spannung, die ich auch vergangene Woche genauer erläutert habe, bekommt nun am Montag gegen 8 Uhr bis ca. Nachmittag 16.30 Uhr noch schnell mal Besuch von unserem Mond im Widder, in Verbindung dann mit Uranus. Und das Spannungsfeld ist hochgeladen und die Gefühle können überschlagen. Hoffen wir, dass der Kopf noch klar und zuverlässig funktioniert. Ruhe bewahren ist jetzt auf jeden Fall oberstes Gebot. Also, unsere Gefühle werden nochmal richtig hochgeschürt, bevor der Mond dann in den Stier wandert. Und am 27.10. ist es dann soweit, dann um 13 Uhr haben wir noch einen Vollmond im etwas behäbigen, aber gemütlichen Stier. Das Sicherheitsbedürfnis ist sehr groß und auch die Genusssucht kann sich jetzt einschleichen. Man will es sich jetzt einfach gut gehen lassen und mit den positiven Aspekten Neptuns zu Sonne und Mond kann man sich super entspannen und ist seinem Umfeld damit auch sehr wohlgesonnen. Allen soll es gut gehen und auch Wein, Weib und Gesang soll nicht fehlen. Wenn da nur nicht dieser Saturn, unser Begrenzer, laufend dazwischen funken würde. Aber so, nun ist es mal so, er ist auch hier wieder mit seiner begrenzenden Grundstruktur am Werk, so dass sich im Hinterstübchen des Einzelnen immer die aktuellen gesellschaftlichen Unruhen mit einschleichen und Ängste und Unsicherheiten produzieren. Die Basis fängt an zu bröckeln und das kann schon mächtig an die gespannten Nerven gehen. Man kann allerdings momentan mit diesen Aspekten auch solche Ereignisse in künstlerischen und spirituellen Aktivitäten verarbeiten und aufarbeiten. Die Menschen wollen sich Gehör verschaffen und mit diesen Aspekten kommt man über Kunst helfen, heilen und geistige Vertiefung am besten an das Thema ran. Das Jahresthema mit der Spannung zwischen unserem Revolutionär Uranus im Widder und dem tiefgreifenden Wandler Pluto im Steinbock beginnt nun wieder stärker zu wirken. Das sind die Energiefälle, die gesellschaftliche Tendenzen anzeigen und sie stehen nun wieder in stärkerem Fokus. Durch die Rückläufigkeit des Revoluzers werden nochmal Themen aktuell, die noch nicht geklärt sind und bereinigt werden müssen und noch nicht vom Tisch gekehrt sind bzw. auch nicht unter den Teppich gekehrt werden dürfen. Also es wird noch spannend. Wer dazu nun wieder genauere Informationen haben möchte für seine eigene Situation, der kann das natürlich wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reub.com/kostenlose-beratung/erfahren. So, dann haben wir auch noch unsere tolle Verbindung zwischen Jupiter, dem Glücksplaneten, und dem machtvollen Wandler Pluto am Himmel stehen. Sie löst sich zwar nun langsam auf, aber sie ist immer noch wirksam. Und auch Venus und Mars vereinen sich jetzt in einer Umarmung in der hilfsbereiten und lebensklugen Jungfrau. All das spricht für machbare Wege und gut geplante Hilfsaktionen,
die dann auch Ergebnisse vorzeigen können. Es könnte ein Zeichen für Fortschritt sein. Das kann ja jeder jetzt richtig gut gebrauchen, nicht? Und meine lieben Zuschauer, mit dieser Information beende ich natürlich jetzt auch wieder mein Wochenhoroskop. Und ich wünsche euch natürlich wie immer alles Liebe, herzliche Grüße und viel, viel gutes Gelingen für all eure Vorhaben für die kommende Woche. Wie immer könnt ihr natürlich eure persönlichen Horoskope bei mir per E-Mail, über meine Webseite oder auch per Telefon beantragen. Und ich beginne jetzt gerade auch wieder die Jahreshoroskope vorzubereiten und auch da dann über meine Webseite anfordern. Und ihr kennt ja meine Kontaktdaten, die sind auf der Webseite auch immer zu finden. Und nun freue ich mich natürlich wieder über euer Feedback, über eure Kommentare auf meiner Seite und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Seid wieder ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Barbel Roy, eurer Astrologin. Tschüss, macht's gut, bis zur kommenden Woche.